Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Diese Folge wird quasi eine Art Prequel werden, die der Screencast-Episode Werbeanzeigen auf Instagram schalten vorangeht. Wir wollen uns nämlich mal anschauen, wie ihr euer Instagram-Konto mit Facebook verknüpft. Das bringt euch einerseits den Vorteil, dass ihr nur auf einer Plattform posten müsst und dieser Post auf der anderen geshared wird. Andererseits ist es auch essentiell, um über den Facebook-Werbeanzeigenmanager Ads auf Instagram schalten zu können. Deshalb legen wir direkt los und melden uns in unserem Facebook-Konto an. Bei euch würde das Ganze so aussehen. Das heißt, E-Mail-Adresse und Passwort eingeben. Wenn eure Daten gespeichert wurden, könnt ihr dann einfach auf euren Avatar gehen und ihr seid angemeldet. Damit ist die erste Voraussetzung erfüllt. Anschließend geht ihr auf Instagram, wo ihr bereits angemeldet sein solltet. Ihr geht unten rechts auf euer Profil, klickt anschließend oben rechts auf die drei parallelen Querbalken, geht in die Einstellung rein, in euer Konto und letztendlich auf verknüpfte Konten. Wenn ihr bereits in eurem Facebook-Account angemeldet seid, was wir ja eben gerade sichergestellt haben, müsst ihr nur noch auf die jeweilige Plattform klicken, also Facebook, und verbinden. Nun seid ihr zwar mit eurem Privataccount verbunden, gepostet werden sollte aber höchstwahrscheinlich eher auf eurer Business-Seite. Deswegen klicken wir nochmal auf Facebook, klicken auf die oberste Zeile und können nun hier unsere Seite auswählen. Schon haben wir unsere Facebook-Seite mit unserem Instagram-Account verknüpft und können nun mal ausprobieren, ein Bild zu posten. Wir sehen hier nun, dass der Beitrag auf Facebook automatisch geteilt werden würde, können das aber auch manuell deaktivieren. Wir posten das Bild mal und begeben uns auf unsere Facebook-Seite. Siehe da, das Bild wurde auch auf Facebook veröffentlicht. Damit haben wir beides erfolgreich verbunden und können uns nun der Erstellung der Werbeanzeige für den Feed widmen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, folgt oben rechts dem Link zum Video. Ansonsten gerne ein Abo dalassen, um kein Online-Marketing-Content von eBakery mehr zu verpassen. Wir hören uns im nächsten Video wieder, macht es gut, euer eBakery-Team!